So, Dollar, haben wir das richtige Trinket drin? Ja, sieht gut aus. GS haben wir uns auch Five, geholt. four, Defensives Gear haben three, wir an. Ja. two, one. Gut, die Inka ist halt jetzt hier, ne? Nice to have, aber jetzt nicht lebensnotwendig eigentlich. Weil die läuft halt eigentlich schon wieder durch, bis man hier, ne? Mit Trash Buff hauen die hier bestimmt ordentlich rein. Naja, geht im Moment. Gehen wir vielleicht lieber mal raus. Ja, der DH, der legt schon ordentlich los, aber der hat wahrscheinlich jetzt mit Meter hier reingerumst. Jetzt müsste ich gleich mal gucken, wo der Ding ist. Okay, der ist da drüben. Also dann können wir den hier als erstes gleich machen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hochstacken. Das müssten wir jetzt gleich mal gucken. Gehen wir da noch ein bisschen weg. Okay, nein, tun sie nicht. Gut. Holy moly, warum hatte ich denn jetzt kurz ein Standbild gehabt? Jetzt ist die Frage, haben wir die Putt? Können wir. Das wird jetzt gleich richtig ätzend da mit der Putt. Aber so richtig krassen Schaden haben wir jetzt nicht dabei, ne? Also wenn ich jetzt so schaue, wie die Mobs runtergehen oder allgemein DPS, ist jetzt nicht richtig bad, aber ist jetzt auch nicht richtig krass. Ich spare die Inka jetzt extra auf hier. Ich hätte sie eigentlich vorhin einmal ziehen können. Ne? Jetzt habe ich die ganze Zeit, habe ich sie drin hier und use sie nicht. Ist eigentlich schon ein bisschen wasted. Aber die für die Kati-Gruppe brauche ich sie. Nicht nur, weil ich dann mehr Damage mache, sondern weil ich halt dann auch zusätzlich weil ich dann halt auch mehr aushalte tatsächlich. Muss halt hier schon am Anfang mit der Ding reingehen mit einer Wall. Das ist eine der härtesten Gruppen hier tatsächlich in der ganzen Instanz. Desorientieren mal. Heilung rein spammen. Okay. Da ging jetzt ganz schön viel drauf für die Gruppe, ne? Inka, Wall, dann eine Bugs ging halt auch noch drauf. Aber es hat notwendig. Ich habe gedacht, ob ich die zweite Wall auch noch brauche, aber es ging. Ah fuck, ich habe das Fenster vorhin aufgemacht. Und jetzt, soll ich das jetzt während der M-Plus einmal zumachen? Irgendwie, na. Ich hasse immer so Leute, die während der M-Plus AFK gehen, ne? Aber es wird dann halt schon kalt. Weiß ich nicht, muss man nachher noch schauen. Eigentlich müsste man da hinten mehr Mobs machen, weil die jetzt eigentlich nicht so viel können und lieber oben was skippen. Aber naja.
Die beiden mache ich nur weg und dann können wir den Boss machen. Da lasert er. Hütet euch. Na gut, da kriegst du jetzt auf den Latz. Ach, der wollte sich den Roboter holen, ne? Das solltest du eigentlich schon immer machen, weil die bringen tatsächlich recht viel. Ich glaube, den schnapp ich mir dann gleich mal, den Roboter. Da ist er. Hier, meiner. Ja, der sprockt halt immer dann, wenn... Schön mit dem Strahl außenrum. Okay, jetzt lasert er hier rein. Aber die Leute moven zumindest gut außenrum, also da kannst du nichts sagen. Hat sich noch keiner halt wegscheppern lassen, ne? Sage ich und dann und der Worry droppt schon low hier, ne? Dann droppt er schon low. Reparatur wollen wir eher nicht. So, jetzt müsste es aber eigentlich reichen. So vom Platz her. Okay, und hier? Willst du dich scheppern lassen? Nee? Will er nicht. Jetzt habe ich gleich. Warte mal, haben wir ja einen HT? Wir haben hier einen Palan, einen DH, einen Hexenmeister und einen Worry. Also sieht, glaube ich, schlecht aus mit HT, aber ich habe ja Drums dabei. Tja. Wir können bei dem einmal Drums usen. Dann bei dem einen König kannst du halt Mana, kann er mal hier langsam reggen. Hütet euch. Ja, da will ich aber trotzdem weggehen von dem Dude. Bro! Deswegen, ich gehe da sogar als Tank weg, weil das halt echt reinscheppert. Da jetzt aber auf jeden Fall raus. Raus, 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 DH. Bro. Die machen es halt echt spannend. Wenn du dich halt da wegsnacken lässt, da ist halt ganz schnell Feierabend. Gesehen, wie der auf den Sack gekriegt hat. Da war aber ganz schnell Feierabend. Der war halt irgendwie auf 10%. Der Hexer hat richtig rausgelatzt. Schau mal, der ist bei 100 KDPS ist der Hexer. Also der Boss, der wurde einfach zerstört. Der Worry ist halt auch bei 100k. Das ist krass. Das ist krass. Gut, es sind zwei Targets, ne? Aber trotzdem, kann man schon mal hier Respekt sagen. Ja, den kannst du rauspullen. Also, wenn du ganz gut bist, dann addest du den hier nicht. Aber wir brauchen eh Prozente, von dem her hilft ja nichts. Ich glaube, die bringen hier 0,3, ne? Also, ist gar nicht so verkehrt. Hütet euch. Gar nicht so verkehrt. Umso mehr, umso besser. Kannst du nebenbei noch ein bisschen cleaven? Ach nein, der hat sich von der Schockwelle wegscheppern lassen, der Heiler. Junge. Da gibt's keinen Bro mehr von mir. DH schreibt er. Ja gut, was machen wir jetzt, wenn der Heiler ranläuft? Ja, nee, 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 noch nicht drauf. Lass, warte auf den Heiler. Ja, das ist halt. Wo ist der Heiler denn jetzt? Ach ja, da. Okay, jetzt. Geh den da noch ein bisschen weiter hinten rein. Ah, fuck it. Schau mal, wenn ich da aktiv Mitigation oben habe, Double Stack, dann macht der Hit auch nicht mehr so viel Schaden tatsächlich.
Lol, warte mal, ich habe hier gerade richtige Kacke gemacht. Ich habe hier gerade, ja, wir haben gerade ein bisschen verkackt. Okay, ich kann eigentlich hier dazu pullen. Hütet euch. Da sollten wir jetzt bloß nicht drin stehen. Oh, Jungs, ich pull nichts mehr dazu. Die schauen mir zu wenig auf die AE-Abilities. Der eine hat sich jetzt richtig wegschallern lassen. Du darfst da nicht drin stehen. Wenn du da drin stehst, du wirst einfach weggenatzt. Und zwar so richtig. Das könnte ich eigentlich runternehmen, wenn ich es rausgezogen hätte. Hier den Wuteffekt, ne? Wie viel macht denn der? Hütet euch. 100%. Da darfst du dich echt nicht erwischen lassen. Da ist so schnell Feierabend, wenn du dich von der Shockwave treffen lässt. Ich hätte ihn eigentlich Battle Ratzen können. Wir haben noch zwei. Hütet euch. Diese mal ein bisschen. Hütet euch. Ja, da würde ich rausgehen aus der Schockwelle. Okay, jetzt sind eigentlich genug Mobs weg. Den hinteren können wir noch machen. Wisst halt immer nicht, dass die hier werden in den Kampf reinadden. Bringt denn der? Wie viel Prozent? 1,5. Das ist halt nicht viel. Der bringt halt auch nur 1,5. Hütet euch. Ja, also, ich weiß es nicht. Brauchen wir die unbedingt? Wahrscheinlich nicht. Komm, ich hol die jetzt noch her. Paar Mobs hier und dann geht's los. Endboss ist halt hier auch immer so ein bisschen ein Faktor. Hütet euch. Hütet euch. Ach fuck, ich habe die Inka nicht gezogen. Ich hasse mich jetzt gerade richtig selbst, ne? Okay, da hinten ist noch einer offen. Ich hämmer die ganze Zeit hauen und ich habe die Inka nicht gezogen. Ja, das war jetzt gerade richtig gut. Ja, nehme ich wieder den gleichen. Eigentlich mag ich lieber einen vorne nehmen, dann muss ich den Boss nicht so weit wegziehen, aber hilft ja nichts. Also normalerweise tanke ich ihn an dem hier. Aber gut, bleibt sicher gleich. Aber wir haben gut, also wir haben echt gut Single-Target-Schaden. Die kriegen auf jeden Fall gut auf die Mütze. Dann können wir das Portal zurücknehmen. Wie viel Prozent haben wir denn? 44. Naja. Jetzt brauchen wir eigentlich die Dinger auch nicht mehr machen. Jetzt kannst du auch durchziehen. Ah, der eine hat da zum Glück ein Gate hingestellt. Wir haben eh fast allen Trash gemacht, ne? Also der Skip war halt eher so, ja.
Oh mein Gott. Wir haben geedit. Aber wie? Wahrscheinlich durch das. Das ist jetzt nicht gut. Will. Warte mal, wo kommt denn der jetzt her? Ist das der Heiler? Ich weiß gar nicht, hat der Heiler Mods den DH an? Hat der jetzt gerade geedit? Na gut, ist jetzt nicht schlimm. Also wir brauchen eh mehr Trash, ne? Aber jetzt habe ich dann nichts mehr. Naja gut, es sind noch zwei Mobs. Ja, wir können die Roboter hier mitnehmen. Assistenzprotokoll aktiviert. Assistenzprotokoll aktiviert. Okay. Habe ich denn jetzt maximale Gesundheit? Ah, perfekt. Das ist richtig gut für mich als Tank. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Buffs, oder? Erstmal alle Boss weggesnackt in die DDs. Aber für mich ist tatsächlich das mit dem Live am stärksten, ne? 10%. Seht ihr, jetzt bin ich bei einer Million Live. Da geht was. Hoffen wir, dass wir nicht alle den gleichen gekickt haben. Wahrscheinlich schon. Ja, wir haben alle den gleichen gekickt. Ah, bitte. Ist das bitte. Bringt denn der 1,8? Es lohnt sich auch nicht, den großen Mob da zu töten, ne? Na komm, lauf doch bitte jetzt weg da. Also die eine Gruppe brauchen wir jetzt eigentlich, also die können wir jetzt eigentlich auch machen da hinten und mit dem dann irgendwas anderes veranstalten. Minuten haben wir jetzt noch. Brauchen halt noch die Hälfte an Trash, ne? Das ist halt die Kacke. Hätte ich jetzt halt Echoing Void an, wäre es halt echt gut, weil ich jetzt einen Haufen mehr Life habe. Aber naja, das habe ich ja ausgezogen, um sicherer unterwegs zu sein. Ja, ich bin sogar bei 1,1 Mille, ne? Gar nicht schlecht. Ja, hier ziehe ich jetzt mal nicht so viele dazu. Weil das kann hier... Also normalerweise ziehe ich zumindest einen dritten dazu, aber... Ah, fuck, jetzt bin ich... Ich kein Raw ready. Komm, scheiß drauf, den einen Blub können wir schon noch dazu ziehen. So krass sind die ehrlich gesagt nicht. Okay, zum Glück habe ich meine Ding noch nicht rausgehauen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Stecken die alle hoch? Nee, oder? Wollte ich gerade schon weiter pullen, aber... Naja, okay, wir machen jetzt mal nochmal sicher. Bevor ich jetzt hier nochmal einen Haufen dazu pull. Die fangen doch an, hier lustig rumzuchargen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aha, das orientieren wir erstmal. Nichts mit lustig rumchargen. Gerade nur im richtigen Moment den Ding rausgehauen, ne? Hier. Das orientieren, dass nichts mit chargen ist. Na komm, die können wir schon mal weiterziehen.
Alter, dieser Slow immer. Also normalerweise versuche ich hier möglichst viele immer zu skippen, aber tatsächlich brauche ich relativ viel Trash und die Mobs können alle nichts, ne? Oder relativ wenig können die tatsächlich nur, meiner Ansicht nach. Und dementsprechend mache ich jetzt hier ein paar mehr, dann kann ich oben ein bisschen was skippen, ne? Warte mal, der Heiler hat nicht mehr viel Mana. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ja, der charge jetzt hier ran. Keine Ahnung, ob das oben reichen wird. Ich habe nämlich jetzt einfach irgendwas auf gut Glück gepult hier. Also wir brauchen jetzt noch 19%. Wahrscheinlich hab ich jetzt tatsächlich zu viel gemacht, oder? Wenn ich mir jetzt so recht überlege. Ja, hier kannst du eigentlich immer noch einen Mob machen, bis der aufbaut. Das ist so mein persönlicher Hassboss hier in der Instanz. Weil wenn alle in der Melee-Range stehen, wird das ziemlich ätzend. Ja, jetzt müssen wir den rausholen. Hütet euch. Der Boss ist halt nur ätzend, wenn die Leute halt, also wenn du extrem viele Melees hast, dann ist er ätzend. Oder wenn die Leute halt in der Melee-Range alle rumgammeln und dann hier alles die ganze Zeit vollgeglibbert wird. Oh, fuck it. Ja, jetzt ist der DH auch eingeglibbert, oder? Ja. Ja, da darfst du nicht stehen. Ah, den krieg ich nicht mehr rechtzeitig rausgehittet. Hä, wie wurde denn der jetzt nicht eingeglibbert? Naja, gut, ich spare mir jetzt die Inka. Wir haben ziemlich guten Single-Target-Schaden, das zum einen. Und außerdem ist halt auch nicht Boss-Buff-Woche. Dementsprechend schmilzt der Boss halt tatsächlich. Hütet euch. Jetzt kann ich eigentlich mit dem Pillar zu dem und mit dem Pillar zu dem anderen. Schauen wir mal.
Wir müssen jetzt den einen Dings noch töten und dann. Naja, soll einfach mitkommen. Das Auge spawnt dann. Das spawnt dann oben wieder. Wo ist der Worry? Macht der jetzt immer noch das Auge? Der soll einfach mitlaufen. Das spawnt doch dann wieder. Oh mein Gott, die ganzen Leute sind irgendwo. Ah, schau, da ist das Auge. Okay, jetzt einmal hoch. Hoch mit dem Dude. Haben wir noch 11 Minuten. Ja, jetzt ist hier natürlich die Void. Da ist ein Ding. Wir spawnen halt direkt in den Mobs drin. Oh, der Worry hat den Hit abgekriegt. Okay, da müssen wir wieder raus. Raw kommt. Range Kick ist nicht da. Diese Spinne ist echt ätzend. Also theoretisch hätte ich die Spinne auch beim Boss machen können, aber wir machen es jetzt auf Nummer sicher. Alter, wenn die keiner kickt, dann kommt die halt auch nicht mit. Naja, das ist jetzt nix. Ah, fuck. Jetzt ist aber hier richtig Action angesagt. Aber das geht tatsächlich. Haben wir jetzt einige Prozente. Was haben wir denn da jetzt noch? Jetzt halt noch 4 Minuten auf HT, ne? Es müsste eigentlich gut passen, 1,5% muss der jetzt noch bringen. Eigentlich müssten wir da jetzt ganz gut hinkommen mit. Dürfen wir bloß den Endboss halt nicht verkacken, ne? Ja, ist ja gut. Der Heiler schreibt, dass er oben ist.
Nach dem Boss kann er ja recken. Jetzt halt noch ein bisschen auf HT Debuff. Fuck, habe ich jetzt meinen Pot verkackt? Ja, shit, wir brauchen noch. Fuck, wir brauchen halt noch ganz, ganz wenig. Shit. Hier hätte ich eigentlich Ding mitnehmen sollen. Fällt mir gerade auf. Mass Entanglement, ne? Eigentlich für die Instanz. Hütet euch. Schauen wir mal, wenn wir jetzt halt noch kein HT dann gleich. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier quasi rüber. Hütet euch. Soll ich Risky Sprung machen? Rocket. Nee, okay, ich kann keinen Risky Sprung machen. Weil ich musste den jetzt verwenden, weil ich ihn Slow gekriegt habe. M-E-N-D-H. Ah. Ich hätte den Sprung benutzen können, um da hochzukommen, aber dann hatte ich einen Slow und musste aus der Mitte raus, weil der Laser mich sonst weggelasert hätte. Ich denke mal, wir müssten auch so mit mehr Schaden hinkommen, oder? Fuck, der DH ist tot. Geben wir den nochmal in Raw. Kann ich halt hier nicht mehr potten. Schauen wir mal, ob das ohne hat. Nee. Da sind wir ja weit weg. Ohne HT sieht es halt schlecht aus. Ah, ich weiß nicht, es hätte wahrscheinlich mit HT auch nicht gereicht. Naja, 35% mehr. Wird's halt noch knapp, ne? Und halt hier nochmal eine komplette Phase. Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, noch ein paar Sekunden länger zu warten. Hütet euch. Ach, fuck it. Das war jetzt bitter. Palle hat gebabbelt, um dranbleiben zu können. Ja, ich musste halt von den Viechern weg und dann ist der Strahl in der Mitte durchgenatzt hier. Jetzt machen wir hier mit Risky Sprung. Hütet euch. Okay, ist diesmal hat es funktioniert hier. Eigentlich kann da sogar einer mit oben drauf, ne? Wenn er Vertrauen hat, kann er mit oben drauf und dann einmal komplett mit. 3 Minuten haben wir noch. Ja, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen können. Eigentlich. Alter, ist er zu nah rangelaufen, hat sich lasern lassen. Immer noch nicht durch? Krass. Normalerweise kannst du dich auch hier kurz vor Ende nochmal. Jetzt kommen, haben wir nochmal einen Raw rein. Jetzt aber hier. Haben wir mal den lowsten von denen. Den hauen wir um. Hütet euch. Okay. Nice. Haben wir das nächste in time. Wunderbar. Ach, der dreht hier noch durch, ne? Die haben 17er Freehold. Schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Ob ich jetzt einmal irgendwas kriege oder ob das wieder irgendein Käse ist.
Mit Sockel. Was haben wir denn hier? Verschließt einen strömenden Draht, der einen Gegner 8 Sekunden lang verursacht. Solange 20 Minuten. Ja, super. Also. Ich habe mal ein Item gekriegt mit Sockel und Extra-Effekt, aber ich muss halt 20 Meter weg sein. Ach nee, nicht weiter als 20 Meter. Oh, ich habe mich verlesen. Dann ist es tatsächlich ganz gut. Aber ja, es hat halt Corruption drauf, ne? Ich mal gucken. Zumindest hat es schon mal einen Sockel. Muss ich mal durchsimmen, vielleicht kann sich das lohnen. Okay, dann sind wir damit wieder durch. Jetzt sind wir bei 3, die noch fehlen, ne? Für alles in Time. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.